Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild mit dem Underwater Frank. Wir wollen uns heute mal um die Mission Dressler, eine wilde Schweinerei, wollen wir uns mal kümmern. Es gibt hier das Problem, dass die Landwirte sich beschwert haben, dass die Wildschweine ihre Felder verwüsten. Und wir sollen jetzt ein bisschen für Jagddruck auf den jeweiligen Getreidefeldern sorgen. Kann ich euch auf der Karte auch nochmal zeigen. Der erste ist gleich hier vorne und das zweite ist dann hier unten. Und kümmern wir uns erstmal um den Müllerwaldstroh. Waffen habe ich jetzt mit. Oh, da ist schon das erste Tier. Ein Dammhirsch. Mal kurz nochmal Inventar. Haben wir hier einmal die 270, 223 und die 243. So, dass wir dann auch für den jeweiligen Ethikbonus sorgen. So. Munition haben wir, denke ich mal, genug mit. Das ist die 270er. 243. 223. So, jetzt müssen wir hier bloß ein Stück vorwärts gehen. Wollen wir mal gucken, ob der Dammhirsch überhaupt in dem Gebiet ist. Mit denen jetzt hier schießen. Ich meine, dass der Jagdruck hat ja immer einen gewissen Radius. Wir noch mal gucken, ob der Dammhirsch hier irgendwo im Wald, was dann dafür auch schon zählt. Mal schauen, das war ja jetzt ein Brummschrei. Gehen wir mal in den Wald rein. Also übrigens den Bug mit den ganzen Spuren, wenn ich zu viele Spuren habe und das dann langsamer wird, das Spiel, dass die FPS dann deutlich einbrechen. Da ist ein Wildschwein, ein Warnruf. Okay. Also den Bug habe ich immer noch. Also den hatten sie ja eigentlich so ein bisschen gefixt. Wenn man zu viele Spuren hat und dass das Spiel dann langsamer wird, auch wenn man den PDA dann in der Hand hat. Deswegen, okay, da ist er schon. Mal gleich die 243. Kann hier oben irgendwo rein. Ich glaub, er kommt auch schon. Habe ich ein Weibchen. Ah, die Weibchen, die kommen immer ganz gut. Den ersten haben wir. Gucken, ob das jetzt schon reicht. Kommt gleich der Jagddruck. Ne, der zählt hier noch nicht für. Sonst hätten wir die Quest jetzt schon fertig. Also nochmal ein bisschen dichter ran. Mehr so in das Gebiet rein. Boah, Wildschweine sind hier auch jede Menge. Wir müssen da wirklich gucken, dass das dann in dem Gebiet ist. So, da vorne liegt er auch schon. So, nochmal richtig ins Gebiet rein. Jetzt aktualisiert sich die Quest, glaube ich, auch gleich. So, haben wir das erste Tier. So, jetzt müsste sich die Quest eigentlich, wir sind ja jetzt mittendrin, sich noch nicht aktualisiert. Ich hoffe, sie tut es gleich. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wo hier die. Oh, oh, oh. Ach, da läuft's schon. Kann ich da hinterher schießen? Gott, das ist ja schnell. Bleibt doch nicht stehen. Doch jetzt. Gucken wir mal, ob wir den jetzt geschafft haben hier. Jetzt gleich Jagddruck kommt. Normalerweise, ich glaube, das Best muss ich eigentlich aktualisieren, aber ich sehe das gerade nicht. Mal gucken, wenn jetzt das nächste Jagddruckgebiet kommt, dann sollte sich die Quest eigentlich aktualisieren. So, jetzt haben wir das nächsten Jagddruck. Aber Quest ist noch nicht aktiv, richtig. Müssen wir noch mal aus dem Gebiet raus. Ich sammle mal fix das Tier auf. Müssen wir noch mal in den Gebiet rein und raus gehen. Hier vorne war jetzt der Zerschuss. Ja, da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr dann
Best erst macht wirklich, wenn die Spuren weg. Ne, die Spuren sind noch da. War irgendwo der Anschuss. Hatte ich den erwischt, ne? Sollte jetzt hier. Ich gehe nochmal aus dem Gebiet sonst raus. Ich reiß nochmal zur Hütte dann zurück. Wenn ich das Tier aufgesammelt habe. Hat der Trigger wohl nicht richtig funktioniert? Da liegt das Tier. Wir sollen ja auch nur für etwas Jagddruck sorgen, also oder allgemein, na, mal gucken. Ich gehe noch mal kurz zur Hütte zurück. So, und jetzt gehe ich noch mal das Gebiet rein. Und nachladen. Cool, das hat sich ja vorhin eigentlich schon, ne? Oder braucht man da jetzt mehr Jagddruck? Ist das jetzt noch zu wenig? Das ist jetzt noch zu wenig Jagddruck? Das kann auch sein, dass das so wenig ist. Ah ne, hier steht es ja schon. Das hat sich schon aktualisiert. Wir sind ja schon hingegangen. Stimmt, sorry. Egal, gehen wir nochmal hin. Ja, da müssen wir wirklich dann jetzt für ein bisschen mehr Jagddruck sorgen. Ich glaube, da vorne sind doch Tiere. Wildschweine? Kurz gucken. Da schießen. Ein Wildschwein haben wir. Kommt gleich das nächste hier. Vielleicht ein Schwein. Ja, übrigens nochmal zur Erklärung. Danke auch nochmal für den einen Kommentar. Wenn ihr jetzt die Fähigkeiten da zurücksetzt, die Fertigkeiten, also erstmal waren meine Leute noch davor, dass das ein bisschen buggy ist. Und zweitens setzt ihr dann wirklich den ganzen Baum zurück. Also wenn ich jetzt 28.000 hatte hier für die Nulldistanz, setzt ihr den ganzen Baum zurück. Ne? Nochmal danke für den Hinweis von meinem Zuschauer. Da vorne haben wir ein Tier. So, jetzt müssen wir wirklich gucken. Jetzt noch mehr Jagddruck erzeugen. Excellent. That should keep the boar Ah, off this field. okay. Now on to the next one. Okay. Also müssen wir wirklich Wildschweine schießen. Dann unser Ziel. Gut, dann gehen wir mal rüber zum anderen Gebiet. So. Mal zu der Hütte. Dann müssen wir Richtung Osten. Ja, da müssen wir wirklich Wildschweine schießen und dann halt da mit Jagddruck sorgen. So, Richtung Osten. Mal langsam. Müssen wir wirklich ein Wildschwein dann schießen, so wie es aussieht. Ja, in der nächsten Folge geht's auch mal wieder mit Pantoffel auf Jagd. Nochmal mit ihm genau gucken, ob wir denn mal vielleicht auch auf der neuen Karte spielen. Mal schauen, was er sagt. Ja, wollte ich euch schon mal darauf hinweisen. Wird bestimmt wieder ganz lustig. Ihr habt da bestimmt, viele von euch haben ja bestimmt auch schon die anderen beiden Folgen gesehen, die ich mit Pantoffel gemacht hatte. Wo wir einmal auf Wiesent Jagd waren und einmal in Bohndorf. Einmal gucken, wo es uns denn jetzt das nächste Mal hin verschlägt. So, jetzt sollten wir gleich in dem Gebiet sein. Ich glaube, wir haben unseren Grunzrufer haben wir auch mit hier. Mal gucken, auf der 8, glaube ich. Ja, Wildschwein haben wir mit.
Und auch gleich dann die Meldung, wenn wir in dem Gebiet sind. Wie gesagt, weit ist es, glaube ich, nicht mehr. Oh, auch schöne Wiesen hier. Echt schick aus wieder. Ist so, jedes Gebiet hat so seine besonderen Umgebung hier. Also echt nice. Also, was die hier geschaffen haben mit dem Spiel, ist echt Wahnsinn. Ich denke mal, ich werde auch in den nächsten Folgen dann auch mal ein bisschen nach Amerika gehen. Da mal ein bisschen jagen, mal ein bisschen was anderes sehen. Hütten hatte ich jetzt ja hier auf der Karte schon alle freigeschaltet. Dieser Fragezeichen noch lange nicht, aber kommt auch noch nach und nach. Könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht nochmal Interesse habt an einem Livestream von The Hunter. Würde ich auch nochmal bei Twitch nochmal einen Livestream machen. Vielleicht auch nochmal so ein paar Quests zeigen oder sowas. So, wir sind im Gebiet. Gucken wir mal, Wildschwein-Caller. Ist er das jetzt? Nee, das war. Das war der Fuchs-Caller. Unten läuft schon ein Tier. So, mal gucken. Ob wir hier ein paar Wildschweine finden. So, wie weit geht das Gebiet jetzt hier? Geht das noch runter? Oder mehr so Richtung da, okay. Mehr so Richtung Osten. Besser natürlich, wenn wir wieder ein Bedürfnisgebiet finden. Dann auch nochmal zur Aufklärung, also die 223 ist super geeignet für Füchse und Kojoten, also hat doch Ethikbonus 100%. Ich hatte das bloß ein bisschen mich verguckt gehabt in der letzten Folge. So. Und auf den Getreidefeldern. Ab und zu mal fallen. Das ist doch ein Wildschwein. Ne, ein Dammhirsch. Okay. Gucken. Wie gesagt, normalerweise brauchen wir eigentlich Wildschweine, glaube ich jedenfalls, weil als ich das Wildschwein geschossen hatte und verwertet hatte, war das dann. Hat das denn gereicht? Ich denke mal, man muss wirklich Wildschweine schießen. Männliche Dammhirsch. Da habe ich auch noch eine Quest offen. Der ist hier in den Wald. Das war, glaube ich, der, den wir vorhin gesehen hatten. Da läuft er schon weg. Ah, alles klar. Läuft bei ihm. Oh, da ist was. War das wieder der Dammhirsch? Oder war das jetzt was anderes? Ich hab gar nicht richtig gehört.
finde es einfach ganz cool, dass man so viel Freiheiten hat, sag ich mal, um die Quest zu erledigen. Auch ganz cool gemacht, das passt halt auch zu der Welt. Gut. So, ich gehe mal ein bisschen Nordosten hier. Ich würde sonst sagen, schneid wieder ran, sobald ich hier eine Wildschweinspur gefunden habe. Und ich ein bisschen für Jagddruck sorgen kann. Alles klar, dann bis gleich. So, hier haben wir wieder ein Tier. Auf die 243 wechseln. War kein Wildschwein, aber... Jetzt sollte gleich Jagddruck entstehen. Da ist es auch schon. Jetzt muss noch einsammeln. Habe ich hier noch alles für Spuren? Das ist alles die gleiche Spur, ne? Nee. Weibliches Reh. Noch eine andere Spur. Hier waren wohl zwei. Das ist das nächste. Wer uns nicht gesehen hat, er. Ach, daneben geschossen. Mist. Wollte ich auf den Kopf schießen, aber hat leider nicht funktioniert. Aber den holen wir uns gleich noch. So, das zweite Reh. Ethikbonus, okay. Habe ich hier die falsche Waffe mit? 243? Ah, okay. 243 ist auch zu stark für das Reh. Ja, ist auch die 223 dann für das Reh am besten. Ist er wieder. Dann haben wir gleich mal die 223. Hier haben wir noch mehr Spuren. Hier haben wir sogar eine Wildschweinspur. Schauen. Was hier ist. Er ist auch ein Reh. So. Habe ich hier was? Das habe ich gerade gehört. Können wir nochmal anlocken. Hier war ja auch das Bedürfnisgebiet, ne? Gucken mal, ob wir den nochmal angelockt kriegen. Spur, das könnte aber auch das Reh sein. Auf jeden Fall ein Fuchs. Alles hier, alles haben wir hier. Gehen wir erstmal zu dem Reh. Muss gut sein, dass der jetzt schon über alle Berge ist. Der unseren Caller auch gar nicht mehr hört. Hier ist er doch. Da ist er doch. Mal gucken, ob das Jagddruck gleich entsteht. Der Jagddruck gleich aktiv wird. Ich guck mal, wie ich ihn getroffen habe. Glaube ich auch nur eine kleine Wunde. Mit der 223 raufgeschossen. Fleischwunde. Gehen wir mal hinterher. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Und übrigens, ihr habt auch gerade wieder diesen Schrei gehört. Also dieses Bieren.
ist quasi, wenn die direkt neben einem sind und dann quasi Angst haben und den Warning Call geben. Dadurch kommt das denn. Dieses Geräusch. Also es ist auf jeden Fall nicht, wie ich früher mal gesagt hatte, dass da irgendein Tier gerade neben mir spawnt oder so. Das ist Quatsch, ne? Also. Haben wir hier noch Fisch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Fuchs. Den jetzt aber noch nicht. Oha, oha. Kann man unter Holz sein. Ein bisschen zu groß das Visier für die kurze Entfernung. Spuren, ne? Da ist er doch da vorne. War, glaube ich, der gleiche. Jetzt sollten wir auf jeden Fall für Jagddruck erzeugt haben. So, gucken wir mal. Ne, ist immer noch kein Jagddruck. Ins Gesicht geschossen. Fuchs dürfte jetzt auch erstmal über alle Berge sein. So, haben wir hier eine Blutspur und da eine Blutspur. Was ist da lang? Normalerweise sollte er eigentlich gleich liegen. Ja, jetzt ist er tot. Dann sammeln wir den nochmal auf und dann versuchen wir noch ein drittes Tier zu schießen. Eventuell besten Wildschwein. Laufen wir hier noch irgendwo Wildschweine rum. Gucken, ob ich überhaupt noch in dem Gebiet bin. Vorne liegt doch das Tier schon. So, wo sind wir noch im Gebiet, ist jetzt die Frage. Wir sind natürlich nicht mehr im Gebiet. Läuft. So, muss auf jeden Fall wieder ins Gebiet rein. Ich würde sonst sagen, an dieser Stelle beende ich dann erstmal die Aufnahmen und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Quest dann abschließen. Alles klar, vielen Dank, bis später, bis zur nächsten Folge, tschüss.